Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zur Poldi to Glory und heute steht das Saisonfinale der ersten Saison an. Und für uns geht es tatsächlich noch um eine Restchance auf Europa. Dafür müssen wir natürlich aber aus unseren verbleibenden 3 Spielen, wenn möglich, auch 3 Siege holen. Und dann könnte es tatsächlich mit der Qualifikation für die UEFA Conference League klappen. Als erstes geht's heute dann auswärts gegen den FC Augsburg und da starten wir gut rein in die Partie. Das ist Ehisiboué und der mit der Flanke auf Markut, aber der Ball geht leider nur an die Latte. Und wir spielen weiter munter nach vorne, Ehisiboué mit einem schönen Seitenwechsel auf Katterbach und der mit der Flanke auf Lennart Krause, wieder Aluminium, das darf doch nicht wahr sein. So langsam wäre hier eine Kölner Führung verdient und wir machen weiter richtig Alarm, Matcher auf Krause und wieder kein Tor. Und dann sind nur noch 3 Minuten bis zur Pause zu spielen und es steht tatsächlich immer noch 0:0. Das ist Jan Thielmann und der mit der Flanke auf Lukas Metscher, der probiert es hier mit einem Scorpion-Kick. Aber auch er scheitert am Augsburger Torhüter. Dann sind wir schon tief in der zweiten Hälfte drin und wir brauchen hier dringend ein Tor. Ein Unentschieden hilft uns nicht wirklich weiter. Thielmann mit der Flanke auf Sebastian Andersson und der Ball ist wieder nicht im Tor. Das darf doch nicht wahr sein. Also langsam wird es hier echt lächerlich. Und nur wenige Minuten später der nächste Angriff der Kölner, das ist Lennart Krause und der zieht einfach mal ab, aber Rafael Gikiewicz ist zur Stelle. Ich glaube, wir können hier echt noch 10 Stunden spielen und machen heute kein Tor. Und wie heißt es so schön, wenn du die Dinger vorne nicht machst, dann wird das bestraft. Die Augsburger zum ersten Mal wirklich gefährlich, das ist Camilo Hernandez und der mit dem 1:0 für den FCA. 10 Minuten vor dem Ende gehen die Fuggerstädter hier in Führung und das ist richtig, richtig bitter. Und dieser eine Treffer reicht dann Augsburg hier tatsächlich zum Sieg gegen den FC Köln. Das darf doch eigentlich nicht wahr sein. Wir hätten hier locker 3-4 Tore machen müssen. Und am Ende fahren wir mit 0 Punkten nach Hause. Der Traum von Europa ist damit wahrscheinlich leider ausgeträumt. Wir liegen inzwischen 5 Punkte hinter dem 7. Tabellenplatz und das wird dann wahrscheinlich diese Saison leider nichts mehr mit Europa werden. Jetzt haben wir noch 2 Spiele zu gehen und das hier ist unser letztes Heimspiel und da wollen wir uns natürlich mit einem Sieg von den heimischen Fans verabschieden. Und dafür schickt Lukas Podolski heute gegen den VfL Wolfsburg folgende Mannschaft ins Rennen. Ein 4-4-2 mit einer Doppelspitze aus Anthony Modest und Sebastian Andersson. Der VfL Wolfsburg ist hier heute natürlich der klare Favorit. Die erste Chance haben dann allerdings wir mit Anthony Modest, aber der scheitert an Kuhn Castells. Nach 10 Minuten gibt es aber einen Konter für die Wolfsburger Renato Steffen auf Dodi Luke Bacchio. Und die Leihgabe von Hertha BSC hier mit dem 1:0 für die Wölfe. Trotz des Rückstands machen wir hier eine richtig gute Partie. Das ist Florian Kainz und der auf Anthony Modest, aber er scheitert wieder am belgischen Torhüter. Das mit der Chancenverwertung läuft momentan nicht ganz so gut. Aber egal, Mund abputzen und weitermachen. Das ist Jonas Hector und der mit dem Zuspiel auf Sebastian Andersson. Und jetzt ist er endlich drin. 35. Minute, das 1:1, der Ausgleichstreffer für die Kölner. Kurz vor der Pause gibt es dann nochmal eine Ecke für den VfL. Das ist Riedle Baku, der spaziert da einfach in unseren 16er, wird nicht angegriffen. Immer noch Baku. Die erneute Führung für den VfL und wirklich ein katastrophales Abwehrverhalten von unserer Mannschaft in dieser Szene. Zweiter Durchgang und wir wollen uns natürlich nicht mit einer Niederlage hier vor den heimischen Fans verabschieden. Das ist Will Alba auf Anthony Modest und der mit der nächsten Gelegenheit. Aber wieder scheitert er an Kuhn Castells. Der Belgier ist heute einfach der absolute Endgegner für Anthony Modest. Und dann sind noch 15 Minuten zu spielen. Hector auf Ehisiboué und der mit der Flanke auf Will Alba. 2:2, doch noch der Ausgleichstreffer hier für die Kölner und ein richtig schönes Tor von Hector Will Alba. Und danach passierte dann auch nichts mehr Nennenswertes und so bleibt es hier am Ende beim 2:2 unentschieden. Und ich würde sagen, mit der Leistung kann man sich auf jeden Fall erhobenen Hauptes von den heimischen Fans verabschieden. Klar wäre hier ein Sieg am Ende schöner gewesen, aber mit dem Unentschieden kann man am Ende auf jeden Fall leben. Letzter Spieltag der Saison 2021-2022 und der letzte Gegner in diesem Jahr ist der Tabellenletzte, der VfB Stuttgart. Die sind schon längst abgestiegen und im Hinspiel gab es ja auch ein 4:0 für die Kölner und deswegen sind die Erwartungen groß, dass man sich hier mit einem Dreier aus der Bundesliga-Saison verabschieden kann. Die erste Halbzeit war aber nicht besonders aufregend. Die beste Chance hier mal in der 37. Minute Lukas Metscher, aber Florian Müller kratzt das Ding da aus der Ecke.
Und dann sind wir schon in der zweiten Hälfte. Das ist Metscher mit einem super Zuspiel auf Lennart Krause, der frei vor Müller und der macht ihn rein. Das 1:0 für den ersten FC Köln und das 6. Saisontor von Lennart Krause. Knappe 15 Minuten später die nächste Chance für die Kölner. Das ist Jan Thielmann, der läuft alleine aufs Tor zu, macht's aber nicht selbst, legt nochmal ab und dann ist es wieder Lennart Krause und das 2:0 für den FC. Und muss ich eigentlich noch irgendwas zu Lennart Krause sagen? Ich meine, das ist echt nicht mehr normal, was der in den letzten Wochen abliefert. Aber so langsam ist es bei ihm ja einfach schon Standard. Das Ding ist jetzt hier natürlich durch und vom VfB kommt auch gar nichts mehr. Stattdessen wir in der Nachspielzeit nochmal mit Lukas Metscher. Und der darf heute also auch nochmal ein Tor machen. Ist ja tatsächlich auch das letzte Spiel von Lukas Metscher für den ersten FC Köln. Er kehrt ja nach der Saison zu Wolfsburg zurück, denn wir hatten ihn ja nur ausgeliehen. Und jetzt macht er hier also noch in der 90. Minute das 3:0. Und das war dann auch der Endstand. Wir gewinnen also unser letztes Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart und können jetzt zufrieden in die Sommerpause gehen. Die Saison ist also vorbei und wir werfen einen Blick auf die Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga und wir sehen, dass der FC Bayern München mit 85 Punkten deutscher Meister geworden ist. 20 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Auf 3 dann Leipzig, 4. Gladbach, 5. Leverkusen, 6. der VfL Wolfsburg, punktgleich mit dem 7. Frankfurt und dem 8. Union Berlin. Wir sind dann am Ende auf dem 9. Tabellenplatz gelandet, haben dabei 48 Punkte geholt und ich würde sagen, damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die Absteiger und da hat es in diesem Jahr den VfB Stuttgart und den FSV Mainz 05 erwischt. Bochum und Bielefeld haben die Klasse gehalten und Kräuter Fürth muss in die Relegation. Und da musste sich dann Fürth tatsächlich Hannover 96 geschlagen geben, das heißt Hannover steigt auf und Kräuter Fürth muss in die zweite Bundesliga runter. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die anderen Wettbewerbe und wir sehen, Borussia Dortmund gewinnt den DFB-Pokal, Manchester City holt die Champions League, Europa-League-Sieger wird Real Sociedad San Sebastian und die erste Ausgabe der UEFA Conference League gewinnt die AS Monaco. Vielleicht auch ganz interessant, Thomas Müller wird Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga mit 21 Treffern. Und unser bester Spieler ist Lukas Metscher mit 16 Toren und damit auf dem geteilten 4. Platz zusammen mit Robert Lewandowski. Und ich hab's ja immer wieder erwähnt, Timo Horn hat eine richtig starke Saison gespielt und das sieht man auch an dieser Statistik. Er ist der Keeper in der Liga, der die meisten Spiele zu Null gemacht hat. Also wirklich eine überragende Leistung von Timo Horn. Lukas Metscher hat echt eine überragende Saison gespielt. Er hat nicht nur 16 Tore gemacht, sondern dazu auch noch 7 Vorlagen beigesteuert. Und da ist es auf jeden Fall schon ein bisschen schade, dass er uns jetzt nach dieser Saison verlassen wird und zum VfL Wolfsburg zurückkehrt. Ich meine, klar, wir könnten jetzt versuchen, ihn fest zu verpflichten, aber ich möchte das Ganze schon ein bisschen realistisch halten. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum Wolfsburg den jetzt ziehen lassen sollte. Und deswegen wird uns Lukas Metscher eben verlassen und wir müssen uns dann nach einer anderen Option für den Sturm umschauen. Aber bei dem ganzen Hype um Lukas Metscher dürfen wir auch Sebastian Andersson nicht vergessen. Der hat auch richtig überzeugt. Hat ja oft nur als Joker agiert und hat jetzt auf jeden Fall nicht Stamm gespielt. Und er hat trotzdem 9 Tore gemacht, 8 davon in der Liga, 1 im Pokal, 2 Vorlagen, also auch eine richtig starke Saison von Sebastian Andersson. Ich glaube, zu Lennart Krause muss ich inzwischen echt nicht mehr viel sagen. 10 Einsätze, 7 Tore, das ist einfach überragend. Der Kerl ist gerade mal 17 Jahre alt und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo bei ihm die Reise noch hingehen wird. Anthony Modest hat eigentlich auch eine ordentliche Saison gespielt. Ich meine, er hatte nur 8 Einsätze. Man merkt halt auch, dass er nur noch eine 68er Gesamtstärke hat. Hat dabei aber immerhin 3 Tore erzielt und eine Vorlage gemacht. Und soweit ich weiß, habe ich auch nichts gesehen, dass er seine Karriere beenden möchte. Das heißt, theoretisch wäre er nächste Saison noch bei uns. Und da ist eben die Frage, wollen wir ihn jetzt noch behalten? Ich meine, viele Einsatzzeiten würde er nicht bekommen. Oder wollen wir ihn dann einfach verkaufen und dann soll er woanders glücklich werden und irgendwo seine Karriere ausklingen lassen? Also schreibt es auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr meint, wie wir dann mit Anthony Modest weitermachen sollen. Und dann haben wir hier noch Milat Kovacevic, der hatte ja auch einen richtigen Traumeinstand beim FC Köln. In den ersten beiden Spielen konnte er jeweils treffen, danach hat er allerdings auch schnell abgebaut und man hat einfach gemerkt, dass er mit einem 57er Rating noch nicht gut genug für die Bundesliga ist. Und deswegen ist der Plan auf jeden Fall, Kovacevic in der nächsten Saison zu verleihen, damit er sich dann ganz entspannt woanders entwickeln kann. Als nächstes kommen wir dann zu Florian Kainz und der hat eine richtig starke Saison gespielt, ist Top-Vorlagengeber bei den Kölnern, 8 Mal hat er für einen Mitspieler aufgelegt
Dazu noch 2 Tore, also eine richtig starke Saison vom Österreicher. Die zweitmeisten Vorlagen hat dann Salih Özcan gegeben, 7 Tore hat er vorbereitet, genauso viele wie Lukas Metscher, aber das hatten wir eben schon gesehen. Andrej Duda hat zumindest, wenn man sich die Werte anschaut, eigentlich auch eine ordentliche Saison gespielt, aber ich muss sagen, er hat mir nie so richtig gefallen und inzwischen ist Lennart Krause auch einfach gesetzt und deswegen Duda sowieso kein Stammspieler mehr. Und deshalb überlege ich tatsächlich, dass wir Duda vielleicht einfach im Sommer verkaufen, wenn wir ein gutes Angebot bekommen. Ich meine, wir haben dann immer noch Marc Uth und auch der hat mich ehrlich gesagt mehr überzeugt als Andrej Duda. Deswegen ja, er vielleicht schon so ein kleiner Verlierer in dieser Saison. Ein weiterer Kandidat für einen Abgang ist Charlie Musonda. Der Neuzugang konnte gar nicht überzeugen, ist irgendwie einfach viel zu schwach für die Bundesliga. Also jetzt nicht nur von seinen Leistungen, sondern auch körperlich. Im Zweikampf wird er so leicht weggeschubst und deswegen ist Charlie Musonda ebenfalls ein Kandidat für einen Abgang. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wie sich unsere verliehenen Jugendspieler entwickelt haben. Und da sehen wir, dass Schäfer um 5 Punkte nach oben gegangen ist. Er hat jetzt also eine 62er Gesamtstärke. Und der andere verliehene Nachwuchsspieler Arnold, auch der ist um 5 Punkte nach oben gegangen und hat jetzt sogar eine 65. Da es meiner Meinung nach viel zu lange dauern würde, jetzt jeden Spieler hier im Detail durchzugehen, seht ihr einfach die Entwicklung unserer Mannschaft im Hintergrund so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und man sieht auf jeden Fall schon, dass sich unsere Mannschaft wirklich stark entwickelt hat. Die meisten Spieler sind so um 3-4 Punkte nach oben gegangen, der ein oder andere war sogar noch ein bisschen besser. Also insgesamt wirklich eine starke Entwicklung und damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und ich muss sagen, ich weiß deshalb auch gar nicht, ob wir im Sommer allzu viel machen müssen. Das hängt natürlich aber auch stark davon ab, was für Angebote wir bekommen und wie viel Geld wir überhaupt insgesamt zur Verfügung haben. Wo wir aber auf jeden Fall nachbessern werden, das ist die Stürmerposition, weil Metscher geht ja zurück zu Wolfsburg und da brauchen wir dann natürlich auf jeden Fall einen Ersatz. Wir haben zwar immer noch Sebastian Andersson, der auch ein starker Stürmer ist, aber ich würde sagen, für die Startelf ist er dann vielleicht doch nicht gut genug, weil er hat halt doch nur ein 74er Rating und deswegen werden wir da wahrscheinlich immer einen neuen holen und da habe ich auch schon den ein oder anderen Spieler im Hinterkopf. Und so langsam neigt sich dieses Video dann auch seinem Ende zu, aber es ist noch nicht ganz vorbei, gleich kommt noch eine Kleinigkeit im Anschluss, da bin ich dann allerdings nicht mehr zu hören und deswegen verabschiede ich mich einfach schon mal an dieser Stelle und ich muss mich auf jeden Fall auch nochmal für den geilen Support bisher bedanken. Also danke für die ganzen Likes, die ganzen Abos und die ganzen Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit der neuen Saison. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao!